Vor ungefähr 18 Monaten habe ich mir einen persönlichen Traum erfüllt und habe dieses wunderschöne Auto, einen Porsche Taycan Kassenmodell, also Heckantrieb, große Batterie, gekauft. Es ist kein Gebrauchtwagen gewesen, es ist ein Neuwagen gewesen. Und ihr habt mich kritisiert bei meinem letzten Video, warum ich nicht offen mit allen Zahlen umgehe. Ja, macht man nicht immer. Ich habe mir jetzt aber wirklich überlegt, ich mache es jetzt und ich rede mit euch über alles. Wie teuer ist es, einen Taycan zu fahren, den man sich finanziert? Wie hoch war meine Anzahlung? Wie hoch ist meine monatliche Rechnung? Was kommt am Ende tatsächlich unterm Strich bei raus, wenn ich ihn jetzt nach 18 Monaten verkaufen würde? War damals die Entscheidung richtig, dass ich mich gegen den Polestar 2 und gegen den BMW i4 entschieden habe? Oder bereue ich jetzt im Nachgang meine Entscheidung, den Porsche Taycan gewählt zu haben? Darum soll es gehen. Unter anderem möchte ich mit euch auch über die Inspektionskosten reden, die ich bei dem Fahrzeug jetzt hatte und was überhaupt der Inhalt der Inspektion ist. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Gleich geht's los und ich lasse die Hosen runter und ja, dann seid ihr live dabei, wenn ich euch einmal den reinen Tisch mache und sage, ob ich mich mit diesem Auto einfach verrechnet habe oder ob ich es am Ende sogar bereue, einen Porsche gekauft zu haben. Ja, in diesem Sinne ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal Schwungvoll. Und ja, vielleicht habe ich mir selber was vorgemacht. Vielleicht ist es auch so, dass ich einfach nicht drüber reden wollte, was dieses Auto mich wirklich kostet. Und dementsprechend mit diesen ganzen Gedanken, die ich eben im kurzen Einspieler geteilt habe mit euch, möchte ich jetzt einfach mal Tacheles reden und tatsächlich über das kommunizieren, was ein Taycan wirklich kostet, wenn man ihn finanziert, weil man nicht gerade mal eben das Geld auf der Bank hat. Ja, und in diesem Sinne möchte ich das mit euch jetzt einfach mal durchspielen. Dazu gehen wir jetzt in eine Übersicht und nach der Übersicht möchte ich dann mit euch nochmal über das Thema Inspektion bei einem Elektroauto, speziell bei einem Porsche, reden. Da gehen wir nochmal ins Detail und dann machen wir ein kleines Fazit und dann war das ein kleines, kurzes Video. Ihr seid schlauer und ich bin genauso arm wie vorher. Ja, ja, ist in Ordnung. Meckern auf hohem Niveau und so, ne? So, hier haben wir jetzt die Übersicht, die ich eben erwähnte. Wir fangen auf der linken Seite an. Ihr seht das oben, Basisdaten. Der Kaufpreis von meinem Auto, und ich habe das jetzt mal ohne Centbeträge gemacht, sind 124.931 Euro. Davon habe ich eine Anzahlung in bar geleistet in Höhe von 70.000, ergibt einen Kredit von 54.931 Euro über eine Laufzeit von 60 Monaten. Am Ende dieser Laufzeit habe ich dann eine Restsumme von 44.987 Euro. Das wiederum heißt, wer jetzt genau rechnen kann, ist, dass natürlich der Kreditrahmen höher ist als die Restsumme. Wenn man 60 mal auf der rechten Seite 359 rechnet, hängt einfach damit zusammen, dass es natürlich hier noch einen Zinssatz gibt in Höhe von 4,5%. So, der aktuelle Wert, den hat mir mein Kumpel Steve berechnet, der an meinem Autohaus arbeitet. Das ist der Händler-Verkaufspreis. Ja, ich habe jetzt nicht den Einkaufspreis genommen, weil im Zweifel ist dieser Wert, den ihr da seht, der, den ich auf dem privaten Markt für mein Auto erzielen könnte. Ganz bewusst könnte. Er könnte drunter liegen, er könnte drüber liegen, whatever. Sind 76.318 Euro. Ich habe das Auto jetzt seit 18 Monaten. So, und jetzt kommen wir mal eben zu den monatlichen Kosten. Also, ich habe aktuell eine Kreditrate von 359 Euro. Davon, diese muss ich 60 Monate zahlen, theoretisch, ne? Und dann hatte ich eine Inspektion. Die müsste bei Porsche alle 2 Jahre gemacht werden oder alle 30.000 Kilometer. Die 30.000 hatte ich früher. Also als die 2 Jahre. Und die hat mich 680 Euro genommen. Wenn ich das jetzt runterbreche auf die Besitzzeit, auf die 18 Monate, wären das 38 Euro Wartung im Monat. So, Stromkosten 163 Euro im Monat. Ich habe mit dem Fahrzeug jetzt 33.456 Kilometer und habe mal 40 Cent pro Kilowattstunde angenommen bei 22 Kilowattstunden auf 100 Verbrauch. Warum 40 Cent? Ich zahle unterwegs bei Ionity 33 Cent. Ich zahle hier vor meiner Haustür, wenn ich hier lade, 45 Cent. Habe ich gesagt, okay,
Wird ungefähr im Mittel bei 40 Cent die Kilowattstunde liegen, kann ein bisschen drunter liegen, kann ein bisschen drüber liegen, whatever. Ist aber dann, kommt ungefähr auf das raus, sind 163 Euro. Versicherung auf Besitzzeit, ja, ich zahle ungefähr im ersten Jahr aufgrund mehrerer Versicherungswechsel habe ich ein bisschen weniger bezahlt. Ich zahle unter 1000 Euro für das Fahrzeug mit Vollkaskoversicherung. Sind also im ersten Jahr waren es 800 irgendwas, jetzt waren es 940 oder so. Es sind also ungefähr 1800, die ich jetzt über die Zeit bezahlt habe. Also ich muss ja immer für das ganze Jahr bezahlen, deswegen habe ich jetzt nicht anteilig die Versicherung genommen, sondern tatsächlich das, was ich bezahlt habe. Und ihr zahlt ja für ein Jahr im Voraus, also zwei Jahre Versicherung, 1800 Euro, durch 18 sind dann die 99 Euro ungefähr. Ja, und der Wertverlust, das ist ganz einfach die 124.000, die ihr hier seht, und der Restwert, 76.000, die Differenz, durch 18 geteilt, sind 2.700 Euro pro Monat, den das Auto verliert oder verloren hat. Und am Ende stehen wir somit bei 3.359 Euro natürlich. Ja, ich weiß, dass man es jetzt auch noch anders rechnen könnte. Zum Beispiel muss man auch sagen, ja, du hast ja auch die Anzahlung geleistet. Die Anzahlung kriegst du ja auch nicht wieder. Die müsstest du ja auch noch mit reinrechnen. Ich habe es jetzt halt über den Wertverlust gerechnet und wie gesagt, eine Restsumme und so weiter. Das ist alles, wenn ich dann irgendwann 76.000 dafür bekommen würde, dann ist diese Restsumme 44.000 oder so. Das sind 30.000, von den 30.000 gehen auf die Anzahlung. Nochmal was weg. Ja, ihr habt hier die Liste, ihr könnt es euch selber zusammenrechnen. So habe ich es hier zusammengerechnet. Ich weiß, da wird es den einen oder anderen geben, der hier dementsprechend was zu meckern hat und sagt, nee, musst du doch anders rechnen. Feel free. Das ist der Fakt aktuell. 3.359 Euro pro Monat, die das Auto mich gekostet hat. Ohne irgendwelche Sachen wie Spurverbreiterung, Felgenreparatur, Winterreifen und so weiter. So, bevor ich jetzt mal auf die Details und die 3.300 Euro eingehe, die das Ding dann im Monat kostet, möchte ich mit euch mal eben wie versprochen auf das Thema Inspektion zu sprechen kommen. Ja, viele Hersteller machen das recht günstig. Porsche ist halt Porsche und nimmt halt auch Porsche-Stundensätze. Und dann fragt man sich ja, aber was musst du denn bei einem Elektroauto überhaupt machen? Und das möchte ich euch mal eben sagen. Also auch wie die tatsächlich 680 Euro sich am Ende zusammenstellen. Ne? Also die Inspektion ist ja schon 2000 Kilometer her. Also die hatte ich bei einem Stand von 31.000, so wie ihr es in dem Bild jetzt seht. Und jetzt mache ich mal hier, blende ich das mal hier ein. Und da seht ihr zum Beispiel, die Inspektion selber ist gar nicht teuer. 228 Euro, ja. Dann kommt da aber sowas wie Zusatzarbeit, Wasserabläufe geprüft. 201 Euro, da habe ich natürlich nachgefragt, sag mal, was macht ihr denn da? Da haben die mir erzählt, dass sie da vorne den halben Vorderwagen auseinandernehmen müssen, damit sie diese Wasserabläufe mal eben prüfen, ob da nichts verstopft ist, weil das könnte natürlich dazu führen, dass diese überlaufen und dann man einen nassen Fußraum hat etc. Ja, im Porsche-Forum, also im BFF-Forum gibt es dazu auch einige Diskussionen schon und insofern sei es mal gerade dahingestellt, ob es wirklich notwendig ist oder ob man hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen Geld verdienen möchte. Ja, dieses Staub und ist tatsächlich Staub- und Pollenfilter. Staub- und Pollenfilter wurde gewechselt, 106 Euro. Alter, die nehmen es auch von den Armen, oder? 106 Euro für einen Staub- und Pollenfilter, der kostet als Ersatzteil wahrscheinlich nicht mal die Hälfte, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Da ist die Bremsflüssigkeit mit 30 Euro schon ein Schnapper gegen. So, habe ich auch gesagt, macht man keine Späße mit. Und mit 30 Euro Bremsflüssigkeit, jetzt gerade auch, weil ich die Keramikbremsanlage habe und so, bin ich völlig fein mit. Und ich finde es halt tatsächlich auch ein bisschen kritisch, das, was Tesla macht, hier zu sagen, oh, wir brauchen keine Inspektion, weil gerade das Thema Bremsflüssigkeit, finde ich schon, ist so ein Thema. Ja, Scheibenreiniger 4,15 Euro. Füllmaterial war tatsächlich nicht leer, hätte ich darauf achten können. So, langsam, Stefan. So, aber gucken wir jetzt mal einfach auf die einzelnen Details, was denn jetzt gemacht wurde. Also, Sie teilen das jetzt hier auf. Inspektion seht ihr oben, 30, 60, 90, 120.000, alle 30.000 Kilometer. Und dementsprechend Elektrik, Fahrzeug innen, Kofferraum, wird alles abgehakt bei den 30.000ern, beziehungsweise nach zwei Jahren.
Ja, wahrscheinlich die 4 Jahre nehme ich nochmal mit, da kommen wir aber gleich drauf zu sprechen. Und da sind halt so, was ich, so Sachen wie Partikelfilter drinne, Scheibenwischanlage, Funktion, Kühlflüssigkeit, Stand, Frostschutz, bla bla bla. Notrufsysteme, Batteriezustand prüfen, Akku, Aktuatorweg für den Bremsbacken prüfen. Völlig okay alles, ne? Und ja, ihr seht, Signalhorn prüfen. Ja, Hake es ab und gut ist. So, hupt oder hupt nicht. Wie Blinker. Blinker geht oder geht nicht. Ne? Fahrzeug außen, Wischerblätter prüfen und so weiter. Kühler, Lüftanlässe, Bremsanlage natürlich. Prüfung der Bremsbeläge, Bremsscheiben. Ohne Demontage der Räder. Das und darunter gibt es nochmal Prüfen der Bremsanlage, Bremsscheiben. Wahrscheinlich damit Demontage der Räder. Ist mir egal. Haben sie abgehakt. Alles gut. Ja. Und dann steht hier Wasserablauf, Ladedose, Prüfung auf Verschmutzung, Verstopfung. Also da ist nochmal ein Wasserablauf, der geprüft wird. Fahrzeug unten, Sichtprüfung und so weiter. Da machen sie nicht viel. Da seht ihr in dieser Prüfung nur die Sichtprüfung für auf Beschädigung, Korrosion, Manschetten, Dichtheit und so weiter. Dann unten die Zusatzarbeit alle 2 Jahre machen sie nicht. Zusatzarbeit alle 6 Jahre nicht. Eine Probefahrt haben sie natürlich gemacht. Da habe ich schon gesagt, hier vorne knarzt es im Armaturenbrett. Haben gesagt, konnten sie nicht feststellen. Also sorry, dann sollen sie da jemanden reinsetzen, der das auch hört. Und das war's schon. Also ihr seht, diese alle die kleinen Umfänge hier, die Haken kann ich jetzt mal eben nur durchzählen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 einzelne abgehakte Dinge. Wie gesagt, dann kommt noch Bremsflüssigkeit, Staub- und Pollenfilterwechsel. Und die Wasserabläufe dazu. Und das Ganze ist dann eine Inspektion bei Porsche. Der normale Porsche-Fahrer, Panamera, 911er, keine Ahnung was, der wird natürlich sagen, Alter, die haben die Hälfte vergessen, für 680 kriegst du bei Porsche keine Inspektion. Für den Elektroautofahrer sind 680 Euro mal eben 3 Inspektionen, wenn nicht noch mehr. Ne, also ich, ist auch egal. So, wollte ich mal eben sagen. Das dazu und jetzt kommen wir mal eben eigentlich zu der Rechnung und zu dem, was jetzt mein Fazit ist. So, ich habe es eingangs schon erwähnt. Ja, Wertverlust des Todes, beziehungsweise ja, es ist schon einiges. Ne? Wenn man 125.000 oder 124.000 Euro für so ein Fahrzeug bezahlt, dann hat man natürlich einen Wertverlust. Jetzt sagen wir mal ehrlich, ob ich jetzt für den EQS 180.000 bezahle und die kriegt man jetzt für 110.000 oder für den Taycan 124 bezahle und ich kriege jetzt noch 76 im besten Falle. Das macht den Kohl nicht fett. Also Elektroluxusautos haben hier einen hohen Wertverfall. Meine damalige Begründung, warum es kein Polestar 2 geworden ist, den ich dann ja direkt statt der Anzahlung bezahlt hätte, oder auch ein BMW i4, der stand auch auf der Liste, war einfach das, dass ich gesagt habe, ja, wahrscheinlich wird der Wertverlust bei einem Porsche nicht so hoch sein. So kann man sich täuschen. Also, würde ich ihn heute verkaufen, nach 1,5 Jahren, hätte ich tatsächlich Kosten gehabt von 3.559 Euro. Also, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist brutal, ja. Und das muss man sich nicht leisten können, das muss man sich leisten wollen. Und niemand kauft sich einen Porsche, weil das ein günstiges Auto ist, und niemand kauft sich einen Porsche, weil er damit sparsam fahren möchte, ja. Und deswegen habe ich auch einen Verbrauch im Schnitt von 22 Kilowattstunden auf 100 und nicht von 15 Kilowattstunden auf 100. Grüße gehen raus an Ofe. Deswegen habe ich auch diese Felgen drauf und nicht irgendwelche Aero-Felgen, ja. Also für mich ist die Optik eines Autos viel wichtiger als die Effizienz und irgendwas anderes, ja. Was ist mein Fazit jetzt, wenn ich mir das Ganze nochmal ansehe? Das Fazit ist eigentlich am Ende, ich fahre das Auto natürlich noch weiter, um den Wertverlust hierhin zu minimieren. Der hat natürlich am Anfang jetzt einen großen Preisverfall gehabt. Das ist einfach so, aber auf Dauer gesehen ist es halt so, der hat jetzt einen Sockel erreicht, das Auto. Und mit diesem Sockel, denke ich, wird es nicht noch weiter runtergehen. Das heißt, wenn ich ihn jetzt in 2 Jahren verkaufe oder eintausche, vielleicht gegen ein anderes Fahrzeug, dann denke ich, werde ich immer noch statt der 76 vielleicht
70 bekommen, vielleicht 65. Der Preisverfall wird aber nicht in dem Maße natürlich weitergehen. Außerdem muss man auch immer ehrlicherweise sagen, bei einem Neuwagen, da fahrt ihr von Hof und der ist partout schon mal erstmal 30% weniger wert. Ja? Wie gesagt, meine Hoffnung war, dass ein Porsche dann in Summe wertstabiler ist. Und das war nicht der Fall. Inspektionskosten haben wir eben drüber geredet. Ist okay, ist jetzt aber nicht das, wo ich sage, habe ich erwartet. Also ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe. Ich habe gesagt, ich bin bestimmt unter 1000 Euro und damit bin ich happy. Ich war unter 1000 Euro. Also insofern komme ich damit klar. Andere sagen halt, heil die Witzka, 680 Euro Inspektionskosten bei einem Elektroauto ist schon ziemlich viel. So, des Weiteren versuche ich jetzt natürlich so ein bisschen zu gucken, dass ich nicht zu viel Kilometer drauf mache. Ich habe meine Tour nicht mehr zwischen Bremen und Berlin und insofern ist das für mich alles gut, dass ich da nicht die Kilometer mehr drauf knalle und ich hoffe, ihn mit unter 50.000 dann abgeben zu können. Das heißt, im Moment im Jahr um die 10.000 Kilometer damit zu fahren, das wäre cool. Im ersten Jahr bin ich knapp 30.000 damit geritten, aber da waren die Touren Berlin-Bremen noch dabei. Heißt, auch das stabilisiert ja auf Dauer so ein bisschen den Wert, wenn die Kilometer jetzt nicht absurd nach oben gehen. So, gut, an der Stelle soll es gewesen sein. Also, ich versuche, die 3.359 Euro für dieses hübsche Auto zu reduzieren, sodass ich über eine Laufzeit von nachher, sagen wir mal, 18 Monate, 36, also ich werde die, habe ich gar nicht gesagt, ich werde die 60 Monate werde ich gar nicht ausreizen, weil ich vorher schon noch ein neues Auto will. Das war von Anfang an aber so der Plan, auch mit Porsche abgesprochen. Und dann den dazu in Zahlung zu geben und für das Geld dann dementsprechend ein neues Fahrzeug zu bekommen. Ich muss natürlich mehr bekommen, als die Restsumme von dem Fahrzeug noch ist. Habt ihr gesehen, die 48.000 waren das. Jetzt muss ich selber mal eben gucken. Das schneiden wir sonst hier raus und machen da irgendwie so einen Break rein, der ganz witzig ist. 44.900, nee, den brauche ich nicht rauszuschneiden. Also sagen wir 45.000, ich will halt nach Abschluss der ganzen, will ich 45.000 noch bekommen. Wenn ich die 45.000 bekomme und das werde ich bekommen, dann ist das alles gut. Also von daher muss man dann einfach mal gucken und natürlich zu den monatlichen Kosten, das habe ich gesagt, mit dem Wertverlust, es kommen natürlich auch noch die 70.000 dazu und die, das ist halt am Ende auch noch das, was zusätzlich on top kommt. Was bleibt mir da jetzt noch übrig? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ja, du musst die 70.000 auch noch auf 18 Monate runterrechnen. Ja, kann man machen, macht es. Dann kommt dann nochmal ordentlich was on top. Dann sind wir dann bei über 5.000 Euro. Ja, Porsche fahren war noch nie billig. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und ich kann euch sagen, da heult es sich aber besser drinne. Also, tschüss.